Das verrückteste Ende der Welt hat weitaus weniger Spezialeffekte, als es Space Tours hatte. Es wird auch keine 3D-Animationen geben, bis jetzt zumindest, aber schauen wir mal, denn ich bin glücklich, dass Klaus Stangl dem Projekt wieder zugesagt hat und die Extended Visual Effects, also alles, was ich denn machen kann, wird dann der Klaus machen. Klaus, vielen Dank, dass du vom Projekt wieder mit dabei bist. Space Tours war eine Riesenarbeit für dich. Was hat jetzt bewogen, da wieder Ja zu sagen? Es sind immer wieder neue, interessante Ideen, die vorkommen. Deswegen. Wir sind sehr neugierig auf die neuen Spezialeffekte. Ich auch.